So, Dilly, was geht ab, meine Zucker, Schnicko, Dajos? Mein Name lautet It's a Strikes. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Jahre sind vergangen und auch die Mappe ist vergangen. Denn es geht heute weiter mit die Welt, der Wellensittiche. Wie bereits in der letzten Folge spekuliert, musste der Neuzeit-Enzo nun weiterschreiben. Denn die Geschichte des Kindheits-Enzos nahm sein tragisches Ende. Aber der Neuzeit-Enzo hat euch nicht im Stich gelassen, denn durch nächtelanges Nachdenken und Schreiben und Hassel bekam er einen überkrassen Pickel auf seiner Nase. Einen üblen Pickel. Auf jeden Fall genug gelabert, wir gucken jetzt, wie es weitergeht in die Welt der Wellensittiche. Teil Nummer 37. Die Welt der Wellensittiche, Teil 37. Der Albtraum. Tom und Jessica haben Homer in den Euch gefickt und tranken sein Bier. Stockbesoffen suchten sie den Weg nach Hause, als sie plötzlich ein leerstehendes Bett fanden. Sie waren so K.O., dass sie sich beide kurz schlafen gelegt haben. Das war ein fataler Fehler. Sie hatten einen radikalen Albtraum und mussten gegen zwei Psychopathen kämpfen. Oh shit. Oli, Smoli, Albtraum und Dadodi. Also, Tom und Jessica haben Homer besiegt und haben sein Bier komplett radikal weggeäxt. Waren danach stock besoffen und hackedicht und haben ein Bett gefunden. Sie haben ein Bett entdeckt und sie waren müde, wollten den Kater ausschlafen, haben sich da reingelegt. Doch was ist passiert? Sie hatten einen miesen radikalen Albtraum. Und in diesem Albtraum haben sie gegen zwei Psychopathen gekämpft. Auf jeden Fall, wir haben hier noch ein Bild. Hier sehen wir unten links Tom und Jessica fest am Schlafen in einem schönen Bett. Am rechts sehen wir den Traum. Dort sehen wir Tom und Jessica beide ready to fight mit den Waffen in der Hand gegen zwei üble Psychopathen vor einem Supermarkt. Sie kämpfen. Radical, die sehen irgendwie aus wie Aliens, aber sind einfach nur Psychopathen. Wisst ihr, wie ich auf diese Idee kam? Und zwar hatte ich selber einen Albtraum. Denn das, was hier passiert ist, ist mir am Sonntag passiert. Aber genaueres dazu seht ihr heute im Video, was um 20 Uhr erscheint. Link in der Beschreibung. Checkt's ab. Mir geht's nicht gut. Ich muss niesen. Okay Leute, genug, ich sterbe. Das war's mit dem Video, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hi. Die Welt der Welt sieht dich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. Beide.